Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multibärpfanne. Wir sind heute bei der 66. Folge. 66. Folge, jetzt verspreche ich mich aber wieder andauernd, ey. Und dem 20.11. morgen ist endlich das Season-Ende und ich weiß nicht, ob ich morgen gleich auch direkt die neue Season bin, keine Ahnung, kann ich gar nicht sagen. Da müsste ja auch morgen dann der Patch kommen. Da bin ich mal gespannt. Also auf die morgige Folge. Also für euch ist jetzt halt eine Woche schon längst der Patch draußen, also für mich ist es morgen. Ja, lassen wir uns mal voll überraschen. Also ich habe wie gesagt noch gar nicht den Testserver gespielt. Also habe noch überhaupt keine Ahnung, was passiert und wie es so weitergeht. Also ich habe schon gelesen, was sich ändert, aber wie sich das anfühlt, weiß ich noch nicht. Also es ist noch alles offen. So, wir spielen gegen Zerg. Und schauen mal, also wir gehen scouten. Und werden dann versuchen, halt normal zu spielen mit Exe und allen drum dran. Gehen über, also fangen wir wieder über mit Fliegeröffnung an. Oh. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen anders anfangen. Das kostet so viel. So viel Mineralien. Keine Exe, doch. Verarscht. Ach, können wir noch weiter verarschen. Also der ist nicht sehr clever. Und nochmal dasselbe vorne. Eure Sonden werden angegriffen. So, haben wir schon Pullert. Jetzt hat er es endlich mitgekriegt. Hauptsache, wir werden jetzt nicht überrannt gleich. Ja, Pylonen haben wir ein bisschen verrafft. Also es könnte ein Problem sein. Aber wir gucken erstmal, ob der Pool erstmal. Der ist noch nicht ganz fertig, also haben wir noch Glück. Du bleibst oben. Okay, vier Länge hat er, Standard. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Also der Zack ist auf jeden Fall ziemlich hinterher jetzt, dadurch, dass er halt so lange keine Mineralien gesammelt hat. Ja, also könnte auch mit dem All-In kommen, aber das wollen wir dann gleich mal abgucken, gucken, ob das so passiert. Ich bin hier. Ehre den Dalai Lama. Niemand kann uns auf. Kalt ist die Leere. Dajur, ein paar viele Leben. Gebt uns einen Auftrag. Wir bleiben. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass er sich hier gleich mit irgendwie einem Lingol hinten attackiert. Gut, er hat unser Orakel gesehen, theoretisch. Ihr habt nicht genügend
zusätzliche Pylonen bauen. Teleportation. So, was haben wir ein schönes? Bändinge, alles klar. So begegnen wir unserem Schicksal. Ich bin hier. Oh. Die Schatten. Dies müsst ihr auf einem Vespin-Geysir platzieren. Hab ich das schon gebaut? Ja, das hab ich gerade gebaut. Und gucken wir mal, wo seine Linge sind. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Ein Omen? Der Weg ist klar. Und noch notfalls ein weiteres Dings bauen. Ich sehne mich nach dem Kampf. Aber rasch. Die Stränge des Schicksals liegen offen. So, wir gucken, ob er eine dritte hat. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Wir bauen jetzt auf jeden Fall eine. Eure Sonden werden angegriffen. Wollten eine bauen? Sie brechen durch! Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Mineralienfeld erschöpft. Ihr müsst zusätzliche Pylonen hat auf jeden Fall eine dritte. Ja, Exekutor. Hat er einen Haufen Linge, ne? Wir müssen halt gucken, dass wir langsam auch mal selber was hier nehmen. Forschung abgeschlossen. Ihr habt nicht genügend. Sie brechen durch! Erneut die Hihi, oh nein! Die Stränge des Schicksals liegen. Okay, ne. Er wird auf jeden Fall gierig. Gerade noch genug habt. Ich bin hier. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Ich verstehe. Was ist euer Gegner? Sehr. So, wir gucken mal rein, was er schönes hat. Wenn er nichts hat, ist er jetzt tot. Verwundlinge. Ein paar Hype, was hat er? Ein bisschen viel. Ich darf halt nicht verpassen, dass ich hier direkt auf Kolosse und den Rest noch gehe. Das ist gerade ein bisschen blöd, wie ich das spiele. Ich mich glaube, mit dem Vorteil schon lange verspielt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kassar de Templari. Mein Leben für Ajur. So diene ich, Unorg. Meine Aufwiehe. Mein Leben für Forschung abgeschlossen.
Ulak, unsere Gedanken. Ehre den Deinam. Gut, er hat halt... Ich nahm euren Ruf. Entaro Tassala. Erleuchtet ihr, sind das Licht der Kana. Mineralien fällt erschöpft. Dies müsst ihr auf einem Vespin-Geysir platzieren. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier mal gucken, so ein paar Hypers killen. Gates gebaut, viel zu wenig Gates. Mein Leben für Ajur. Mein Leben für Ajur. Basis wird angegriffen. Der Kampf ist gut. Mein Leben für Ajur! Warum ist das hier eigentlich nicht gedings? Eure Sonden werden angegriffen. Mineralienfeld erschöpft. Mein Leben für Ajur! Shit, ich habe immer meinen Vorsprung jetzt komplett versaut. Mein Leben für Ajur. Mein Leben für Ajur. Gerechtigt. Verwendet mich. Erklärt euch. Wir sind das Licht der Kraft. Shit. Ja, das habe ich verloren. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kassar, die Templari. Kassar, die Templari. Basis wird Kassar, die Templari. Euer Denken gleicht dem Mein. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur! Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr benötigt mehr Vespin-Gas. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Durchgeführt.
keine Mineralien mehr. Ach. Ja, was soll ich machen? Ich habe ja nur noch meine Drohnen. Auf jeden Fall verloren. Da war ja zu gut reingefangen. Ich vernahm euch. Unsere Gedanken sind eins. Wir stellen uns der Dunkelheit. Gigi. Hätte ich nicht verlieren müssen. Hätte ich eindeutig nicht verlieren müssen. Da habe ich mir echt was geleistet. Das hätte ich eigentlich gewinnen müssen. Ich war ja so weit hier, da war ich so weit über ihm. Ressourcentechnik, ja, wie gesagt, wo meine dritte vernichtet, also dann war es eh vorbei. Na gut, aber ich sag, ich will noch schnelles. So gut war er nicht, aber ich war heute schlechter, viel schlechter. Hab meine dritte auch viel zu spät genommen, aber nein. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt kriegen. Hatters werden ja, glaube ich, auch genervt. Die schießen, glaube ich, dann nicht mehr so schnell. Und Kolosse sind besser geworden dann, theoretisch. Also einen neuen Patch dann. So, wir spielen wieder gegen Zerg. Ich glaube, ich hatte beim letzten Spiel einfach viel zu viel Angst, wenn ein All-In kommt. Nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, erstmal scouten wir, was er macht. Keine Echse. Früher Pol, das ist ziemlich früher Pol. Da werde ich wohl auf Doppelgate helfen. Cannons, wir gehen auf Cannons. Jetzt schon Linge. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Darf ich kurz mal warten hier? Ach, der ist natürlich traurig drin gespawnt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das ist geil. Der stirbt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Den kann er nicht retten. Tja, der Nachteil ist halt, wir haben jetzt erstmal. Können eigentlich Stargate setzen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen. Wir sind auf jeden Fall erstmal safe. Ne, brauche ich eigentlich nicht. Wir brauchen auf jeden Fall einen Adepten. Nehmen noch ein Gate mit. Ziehen jetzt schön weiter, wirke erstmal. Vielleicht wollen wir doch noch ein Schild bei der Ehe.
weiß nie, wie viel länger er gleich kommen wird. Genug! Die Erstgeborenen. So, ich muss auf ihn bis Gordon. Wasser macht. Brauchen wir die Robo? Die haben wir beim letzten Mal viel zu spät gebaut. Was wünscht ihr? Dritte wurde nicht genommen, noch nicht? Nee, hat er noch nicht. Dimensionalstränge abgestimmt. Für den Ruhm. Die Templer rücken vor. Forschung abgeschlossen. Ja, Exekutor. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Die Stränge des Schicksals. Rajur, wir dienen mit Stolz. Niemand kann uns aufhalten. Das Zeitfenster. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Unser Denken gleicht sich. Der Weg ist klar. Oh. Ich hab schon viel zu viel Mineralien, weil ich wieder viel zu viel umspiele. Und ich verliere natürlich auch alles vorne. Fällt online. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Für die Ehre. Oh. Ich durchstreife die Galaxie. Sie brechen durch. Verstanden. Mein Leben für Ayo. Unbedingt der dritte. Oder machen wir All-In draus. Bau doch Pylonen, Mann. Nicht genügend, ihr müsst zusätzliche. Ihr benötigt mehr Vespingas. Mineralienfeld. Kassar. Mein Leben für Ayur. So. Forschung abgeschlossen. Nicht genügend. Meine Aufgabe, unsere Gedanken, ist
sind eins. Forschung abgeschlossen. Wir sind das. Mein Leben. Fuck. Dass sie da nicht weiter feuern, wenn die im Nervig sind. Mein Leben für Ayur. Ja, das haben wir auch schon verloren, oder? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kassar, die Templari. Das ist euer Bild. Ihr benötigt mehr Wissen. Das finde ich ja ein bisschen Kassar, blöd an dem Zurückteleportieren. Der Kampf ins Ruhm wird unser sein. Wir sind das Licht der Kala. Wir stellen meine Aufgabe. Erklärt euch. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ayur. Erleuchtet mich. Ich muss jetzt Druck machen, sonst komme ich hier nicht weiter. Orinchisal. Mein Leben für Ayur. Unsere Gedanken sind Mineralienfeld erschöpft. In Einigkeit bleibt Stärke. So diene ich. Ihr benötigt mehr Vespingas. Mein Leben. Kassar, die Templar. Viel zu viel hat er schon wieder. Jetzt müssen wir gucken, ob er schon eine dritte hat. Das kommt echt nicht weiter. Erleuchtet, wir stellen uns der Dunkelheit. Ich füge mich. Ihr benötigt mehr Vespingas. Kassar. Mein Leben für Ayur. Meine Aufgabe. Denken gleich dem Mein. Ich füge mich. Ein werden wir siegen. Ich vernahm euren Ruf, Ulak Natal. So diene ich. Na! Sagt ich. Ach, das geht noch nicht mit dem Turm. Mein Leben für Ayur. Ach.
Feld erschöpft. Kassadit. Mein Leben für Ajur. Wir stellen uns der Dunkelheit. Mineralienfeld. Ihr habt nicht genügend Mineral. Mein Leben für Kassar, die Templari. In Einigkeit. Mineralienfeld erschöpft. Wir Urkai Atun. Kassar, die Templari. Mein Mineralienfeld erschöpft. Ach, ich hasse das. Entaro Tassala. Jetzt habe ich noch eine Scheiße in der Vase. In Einigkeit. Mein Leben für Ajur. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Ich vernahm euren Ruf, Ulak. Da sagt natürlich schon wieder ein Haufen. In Einigkeit liegt Stärke. Upgrade durchgeführt. Upgrade durchgeführt. Enter. Der Kampf ist rum, wird unser sein. Wir stellen uns erleuchtet unsere Gedanken hin. Das Blinding Cloud. Erneut diene ich. Mein Leben für Ajur. Kassar, die Templar. Wir stellen uns der Dunkelheit. Erleuchtet mich. Dass ich keine Äxte kriege, ist es schlecht für mich gerade. Ja, dann kommt es von der anderen Seite. GG. Nee, gegen Zerg bin ich nicht so gut. Haben auch wieder viele Fehler gemacht. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal oder morgen bis zum neuen Patch. Da sind die Kolosse auch wieder ein bisschen besser als heute. Das hat auf jeden Fall echt gefehlt, dass die Kolosse während des Laufens schießen können. Aber naja, egal. Da würde ich sagen, tschö, bis dahin, tschö, euer Muttibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Und ich sage noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Muttibär. Tschüss.